Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. In einem der letzten Videos haben wir uns mit der Frage beschäftigt, Unterschied zwischen Aktienoptionen, Future-Optionen, was ist besser? Und ich habe euch gesagt, für mich einer der ganz besonderen Vorteile von Future-Optionen ist das unterschiedliche Verhalten der impliziten Volatilität gegenüber den Aktienoptionen. Und wie das genau ist, das schauen wir uns jetzt im Video an. Wenn wir bei Aktienoptionen uns mal das Verhalten der impliziten Volatilität anschauen, dann wissen wir, dass die Volatilität im Grunde genommen immer nur dann ansteigt, wenn der Preis der Aktien fällt. Es gibt noch diese kleine Ausnahme, dass auch vor Earnings die Volatilität ein wenig ansteigt, aber so richtig große Bewegungen in der Volatilität haben wir eigentlich immer nur dann, wenn die Preise fallen. Wenn wir uns das mal hier am Beispiel des VIX anschauen, also des Volatilitätsindexes, der sich ja auf die S&P 500 Optionen bezieht, dann sehen wir das sehr, sehr deutlich. Immer dann, wenn der Markt einbricht, das heißt, wenn die Preise der Aktien nach unten kommen, dann steigt die Volatilität an. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir eigentlich nur dann eine sehr, sehr schöne, hohe Volatilität haben. Wir sind ja Optionsverkäufer, das heißt, wir brauchen ein hohes Volatilitätsumfeld, dass wir das immer nur dann haben, wenn die Preise gefallen sind. Und was ist jetzt der Unterschied zu Future-Optionen? Ich will euch das mal hier im zweiten Bild zeigen, und zwar ist das ein Ausschnitt über mehrere Jahre. Ihr seht ja auf der oberen Seite die Preisentwicklung von Gold, also einem Rohstoff, und auf der unteren Seite in diesem Chart seht ihr die Volatilität dazu. Und hier könnt ihr was ganz Interessantes feststellen, nämlich, dass die Volatilität auch hier ansteigt, wenn die Preise fallen. Wir haben das gesehen bei den großen Preiseinbrüchen von Gold in den letzten Jahren, ist die Volatilität angestiegen. Ihr seht aber auch gleichzeitig, dass die Volatilität durchaus ansteigen kann und auch stark ansteigt, wenn die Preise plötzlich schnell nach oben gehen. Und warum ist das so? Am Aktienmarkt sichern sich die Marktteilnehmer immer nur dann ab, wenn die Preise fallen. Wer hat Angst vor steigenden Preisen? Niemand, ne? Jeder hat immer nur Angst, dass die Preise fallen im Aktienmarkt, und deswegen Absicherung, das ist nämlich nichts anderes als implizite Volatilität, Nachfrage nach Optionen, die steigt eben nur an, wenn die Preise runtergehen. So, bei Rohstoffen, bei Zinsen, bei Währungen gibt es aber viele Marktteilnehmer, die auch durchaus Probleme bei steigenden Preisen haben. Und deswegen gibt es also ein Absicherungsbedürfnis immer dann, wenn es zu besonders schnellen Bewegungen kommt, egal ob die nach oben oder nach unten gehen. Wenn wir uns das nochmal mit dem Beispiel Gold so ein bisschen vor Augen halten, natürlich haben die Goldbesitzer ein Problem damit, wenn die Preise fallen. Sie sichern sich ab gegen fallende Preise, zum Beispiel eben die Minenbesitzer, die ihr Gold ja verkaufen wollen, und deswegen steigt die Volatilität. Jetzt gibt es aber natürlich immer bei Rohstoffen oder eben auch bei Währungen oder auch bei Zinsen, jetzt gibt es auch immer Marktteilnehmer, die ein Problem haben, wenn die Preise steigen. Also im Gold zum Beispiel all diejenigen, die Gold kaufen müssen, um sich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Gold zu beschäftigen. Also zum Beispiel ganz banal diejenigen, die Schmuck herstellen. Und wenn jetzt plötzlich der Goldpreis sehr, sehr schnell nach oben geht oder wie wir das 2011 gesehen haben, auf ein neues Allzeithoch geht, dann ist es natürlich so, dass auch da die Volatilität nach oben geht. Und jetzt kommt der Vorteil für uns Optionsverkäufer, wir dies natürlich entsprechend nutzen können. Und das ist aus meiner Sicht der herausragende Vorteil von Future-Optionen, nämlich, dass diese Future-Optionen in der Vielzahl, die wir da halt haben, ne, wir haben Rohstoffe, wir haben schon wie erwähnt Zinsen, wir haben Währungen, wir haben Aktienindizes, dass es eben viel mehr Möglichkeiten für uns zum Handeln gibt, weil wir eben nicht darauf warten müssen, hoffentlich bricht der S&P mal wieder 10-15% ein, sondern es gibt viele Bewegungen, die die Preise der Volatilität nach oben treiben. Und damit finden wir viel mehr Trading-Gelegenheiten und damit können wir viel mehr solche besonderen Situationen handeln und entsprechend auch Geld verdienen. Es gibt noch ein, zwei weitere Vorteile von Future-Optionen gegenüber den Aktienoptionen, wie zum Beispiel die Margin. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich euch das auch noch mit ganz im Detail hier an dieser Stelle erläutern. Wichtig ist mir für heute, dass ihr aber eines mitnehmt. Aktienoptionen sind eine hervorragende Möglichkeit, um zu handeln. Aber
Jeder, der über den Status des Anfängers hinausgeht, sollte sich dringend auch mit Future-Optionen beschäftigen, weil er sonst einen Großteil der Chancen, die uns die Finanzmärkte bieten, einfach liegen lässt. Und das wäre natürlich schade, weil gerade im Future-Bereich gibt es eben immer wieder ganz herausragende Gelegenheiten, wo man mit sehr, sehr wenig Risiko eine Menge Geld verdienen kann. Und das ist ja letztendlich das, was wir als Optionshändler dann auch alle immer suchen und was wir auch brauchen, um gute Performance zu machen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit Future-Optionen habt, ob ihr diese Beobachtung mit der unterschiedlichen Volatilität, ob ihr die selber schon mal gemacht habt, vielleicht am konkreten Beispiel, und dann sprechen wir darüber. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse, egal ob ihr Future-Optionen handelt oder Aktienoptionen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.